Hallo zusammen, hallo Freunde. Jetzt das zweite Video bzw. das zweite Bild. Ich habe jetzt dieses Mal kein Silikon rein in das Weiß. Ihr wisst ja, das Weiß einfach zum Aufhellen der Farben nachher, wenn es trocken ist. Da vielleicht noch was zu sagen. Das erste Video ist noch nicht ganz trocken, das Bild. Darum habe ich es jetzt euch auch noch nicht gezeigt. Also bleibt einfach dran. Am besten abonnieren und die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr die Nachrichten beim nächsten Video. Dann zeige ich euch auch das Bild im getrockneten Zustand. Ansonsten auch auf Instagram setze ich die Bilder dann auch immer rein, wenn sie getrocknet sind. Das als kleiner Tipp noch. Okay, lasst uns starten. Ähnlich gemacht, Punkte gesetzt mit diesen Pearl-Effekt-Farben, habe jetzt aber die Kette genommen. Und in die Kette habe ich etwas Silikon drauf geschmiert, damit dann etwas Effekt rauskommt. Und da bin ich ganz froh, dass nicht so stark rausgekommen ist. Nicht, dass wieder alles voller Zellen wird, so wie beim ersten Bild. Soll jetzt etwas anders sein, sondern nur dezent. Das kommt richtig cool. Dann lasst uns starten. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis gleich. So, jetzt das zweite Bild. Nehmen wir zur Sicherheit nochmal die Spachtel mit. Und habe hier wieder einen großen Becher schwarz. Ich habe jetzt weiß ohne Silikon. Mein Pearl Red, also Pearl Rot, Pearl Grün und Pearl Violett. So, habe ich es richtig gesagt? Jawohl. Ich bin noch mal überlegen, ob ich das mit der Kette mache. Weil sonst wird es ja auch langweilig, wenn alles gleich aussieht. Komm, das machen wir. Bedeckt mir jetzt erstmal wieder die ganze Schicht mit Schwarz. Kanten. Kanten. Also so einen großen Becher reicht gerade für so ein Bild, habe ich das Gefühl. Okay. Lass es mir jetzt erstmal wieder zulaufen. Das geht ganz schnell. So, gleichmäßige Schicht. Passt. So, kurz die Luftbläschen ausmachen. Gleich zu machen. Die Gänse schreien auch wieder. Okay, also wie gesagt, ohne Silikon das Weiß. Jetzt werde ich erstmal, ich mache diesmal erstmal nicht so viel drauf. So, Violett, Grün und Rot. So, einfach ein paar Punkte setzen, dann versuche ich jetzt das Weiß, ich möchte es jetzt nicht mal mittig machen, pass mal auf, ich setze es hier an den Rand, so, und jetzt nehme ich die Kette. Ich denke aber einfach mal, ohne Silikon wird es wieder ein bisschen langweilig. Nimm das Silikon 300. Mach jetzt einfach auf die Kette, lasse ich es ein bisschen runterlaufen.
Ich weiß gar nicht, wie weit ich das mache. Also im Prinzip beschmiere ich die Kette mit Silikon jetzt. So. Und setze das jetzt hier an am weißen Punkt. Beziehungsweise ein bisschen dahinter. Und ziehe mir das jetzt so durch. Bis an den Rand raus. So, jetzt müssen wir die Kette ein bisschen abputzen. Nur im Prinzip vom Schwarz befreien. Das Silikon bleibt in der Regel haften. Okay, gar nicht schlecht. Das ist jetzt die andere Seite hier. Ups, also wie gesagt wieder rot, grün, halt violett, grün, rot. Mach das gleiche Spiel noch weiß wieder einen Ring außenrum oder halt einen Streifen. Also ich hoffe, dass das Silikon noch drauf ist. Ich gehe davon aus, weil Silikon haftet ziemlich stark. So, setze dann die Perlenkette jetzt hier an und ich hoffe, ihr könnt es sehen. Zieht jetzt hier runter. Okay, cool. Jetzt überlege ich wieder. Eigentlich reicht das fast schon. Wir können jetzt auch mal schauen, ob das Silikon wirklich gewirkt hat oder nicht. Hoppa, indem ich mal das kurz erhitze. Wenn es nicht überall gewirkt hat, ist es sogar noch besser, finde ich. Ja, es geht eigentlich und das ist auch ganz gut so. Nicht, dass es zu viel wieder ist. Jetzt passt mal auf, jetzt mache ich hier noch vielleicht am Rand. Ich weiß, nicht zu viel, aber ich mache hier noch einen kleinen Punkt. Ups. Setz hier das Grün noch drauf und setzt noch das Rot drauf. So. Hat mein Fehler. Noch etwas Weiß. Wie gesagt, das Weiß kennt ihr vom letzten Bild schon. Ich hoffe, ihr habt es gesehen und schaut euch das auch mal an. Dass es einfach nachher nicht zu dunkel wird, wenn es trocken ist. Aber hier geht es mir einfach nur für den Kontrast, dass wir noch ein bisschen was drin haben. Nochmal violett, grün und rot. Dann ein bisschen weiß. Okay. Setzen das hier wieder am Rand an.
Können wir da auch ein bisschen spielen. So. Ja, hat eigentlich auch was. Ich glaube, ich lasse das jetzt schon mal so. Wie gesagt, nicht, dass wieder zu viel wird. Was wir vielleicht machen können. Ein bisschen auseinanderziehen. Aber das reicht, glaube ich, schon. Ja, das lasse ich, das ist cool. Okay, nochmal kurz erhitzen. Ich finde, das ist eigentlich schon genug. Bevor wir das ganze Bild wieder voll knallen. Ach komm, ich lass aus spaßeshalber noch ein bisschen laufen. Ich möchte mir das ein bisschen auseinanderziehen. Ja, komm. Das ist doch okay. So. Ja, aber hier sehe ich noch, hier hat es noch eine kleine Delle, Welle, hier haben wir, Welle oder Delle, wo praktisch das, ja, wo ich die Farbe rausgezogen habe. Ihr seht auch, es läuft hier nicht gut. Lassen wir so. Na, das passt. Besser ist das. Okay, cool. Dann lasse ich es kurz vor 10 Minuten einwirken und zeige es euch dann wieder von nahem. Dann würde ich sagen, bis gleich. Cool. So, Freunde, jetzt von nahem. Also ich bin eigentlich froh, dass das Silikon nicht so arg gewirkt hat. Seht auch wieder diesen Schimmer. Also wie gesagt, der Schimmer kommt natürlich erst, wenn es nachher trocken ist. Da habe ich noch was mitgenommen. Ah, schöne Strukturen. Fahre ich mal rüber. Da sieht man ein bisschen grün dann, ein leichtes Rot. Ah, da bin ich echt mal gespannt, wenn es getrocknet ist. Okay. Mal von oben. Cool. Also gut, dann hoffe ich, euch hat es wieder gefallen. Eine Inspiration wieder und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja, ich zeige es, wenn es getrocknet ist, wahrscheinlich dann im nächsten Video wieder. Braucht ja jetzt ein paar Tage, jetzt haben wir 2, 3, 4 Tage, bis es trocken ist, richtig. Und dann zeige ich es im anderen Video. Also bleibt dran. Am besten abonnieren und die Glocke aktivieren, dass ihr alle Nachrichten bekommt. Dann habt ihr auch das nächste Video. Und verpasst es nicht. Cool. Dann.
So Freunde, das Bild ist getrocknet. Jetzt zeige ich es euch mal von nahem. Also erstmal die Strukturen sind richtig genial geworden. Können Sie es schon sehen? Also ich finde hier, das ist wie so ein Monsterteufel, der gegen das Krokodil kämpft. Aber allein die Farbstruktur, diese schimmernden Farben, mega. Hier auch. Noch zur anderen Seite. Und hier, ich hoffe, ihr könnt sehen, in der Mitte, eigentlich nur in der Mitte, diese Rippelung, also wie so kleine Abdrücke. Das ist eigentlich durch das Silikon, was oberflächlich war und wo ich mit der Kette gezogen habe, auch hier. Also gerade hier die, kommt eigentlich auch cool. Aber wie gesagt, nur in der Mitte. Nee, passt. Also mir gefällt es gut. Zeigt auch ein bisschen was auf dem Bild. Okay, dann hoffe ich, euch hat es wieder Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.